Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zum fröhlichen Jägerleveln. Ich habe die UI-Skalierung hier ein bisschen erhöht. Das ist jetzt hier für Blinde, wie ihr seht. Damit ich die Buttons auch treffe. Mein Gott. Naja, das ist aber echt ganz schön groß jetzt, ne? Vorhin war es noch größer. Hab's dann schon wieder ein bisschen kleiner gestellt. Als über den ganzen Bildschirm ragte. So, liebe Scully. Apropos Scully, hatten wir hier nicht auch einen irgendwie, der Mulder hieß? Ich bin der Meinung schon, ne? Scully und Mulder. So, in Neuherdweiler möchte, dass ihr das Gebetsbuch von Bischof Strass besorgt. Sieg für Silvanas. Okay, und das ist bitte wo? Wahrscheinlich schon wieder in der ollen Kathedrale. Okay, ich würde sagen, wir werden erstmal die Segel in Brand stecken. Dem Sündenbabel da hinten ein Ende machen. So, muss ich dazu auf dem Ding hier landen? Das ist die Frage. Auf die Segel der Sündenbabel werfen? Och Mann, ich weiß, dass ich auf dem Reittier sitze. Jetzt lass mich doch. Ich könnte das doch so schön von hier oben tun. Warte mal, so, hier stehen zwei. Die sollten kein Problem sein. So, jetzt benutzt bitte auch deine riesengroßen Buttons hier. Oh, weia, ey. So, du kriegst jetzt erstmal hier den gezielten Schuss. So, meine Liebe. Ja, hier prockt alles, ne? Hier prockt inzwischen alles. So, dann wollen wir das Schiff mal enden. Oh. Oh, was ist denn hier los? Da stehen aber viele. So, okay, das Boot brennt. Aber die lassen sich davon hier gerade gar nicht stören. Versucht ihr das hier gerade zu löschen? Greift ihr mich an? Nö, komm, Kratzer. Wir gehen. Ich könnte mir vorstellen, dass der... Ja, der greift natürlich an. Dass der Captain logischerweise hier unten ist oder oben am Steuerrad steht. Eins von beiden, ne? Werden wir jetzt sehen. Ich gehe erstmal hier unten gucken. Captain Shelley, bist du das? Ja, das bist du. Okay, komm her. Kretze? Geht's dir gut? Wo bist denn du? Da kommt er. Ja. Kretze bringt gleich noch einen Matrosen mit. Das ist sehr nett von ihm. Naja. So, der ist um. So, jetzt du, mein Freund. So, der ist auch um. Habe ich die? Jawohl, ich habe die Seekarten schon. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann können wir hier schon wieder abhauen. Ihr seid noch mit Löschen beschäftigt? Ja, mach. Uah, Alter. Ist mal hier schön durch den Brandherd durch. So, jetzt darüber. Ach so, ist der doch nicht. Ah, ich dachte, er wäre hier in dieser... Nein, ist er nicht... Er ist hier in dieser kleinen Kirche. Na gut. Soll mehr recht sein. Okay. Das war's mit ihm. Da hat er das Zeitliche gesegnet, ne? Passt ja ganz gut hier an der Kirche. Wupp. Ne, warte. Fang nochmal an. Ah, kommt die denn jetzt hier die Tüte? Also, schon um. Ach, Manu, manchmal habe ich echt Probleme damit, dass sie auch jetzt so schnell umfallen. Also, im Vergleich zu vorher. Oh, weil ich es dann auch gar nicht so schnell mitkriege. Ich da alles noch draufhalte.
Die sind schon längst umgefallen. So, du auch um. Eventuell mal Heilung für Kretze. Ach, da ist er. So, Kretze, go. Da ist der Ole Bischof. Alter, wie Kretze rennen kann, ne? Wow. Richtig flott unterwegs. So, das war's schon mit ihm. Nice. Haben wir das auch schon wieder erledigt. So, dann ab dafür. Ne war, ne war. Ach so, ich soll erst zurück zu Scully. Na dann. So. Bin gelandet. Ich bin von den Verlassenen. Was möchtest du? Dass ihr das Abbild eines Rabenpriesters des Ansturms stehlt. Bringt den magischen Spiegel der Banshee wieder zurück, wenn ihr das getan habt. Das Abbild eines... Begrüßt den Schatten! ...eines Rabenpriesters. Zielt auf einen Rabenpriester des Ansturms und erhascht mit dem Spiegel sein Abbild, um es zu stehlen. Okay. Das ist kein Rabenpriester. Dann müssen wir jetzt erstmal hier so einen Rabenpriester finden. Das ist einer. Hoho. Okay. Hab die Sau. Oh Gott, ja. Mitten rein bin ich wieder gelandet, ne? Ich hätte ja eventuell einen finden können, der ein bisschen besser geeignet war. Naja. Sollten wir aber doch hinkriegen hier. Hauptsache, Kretze fällt mir nicht um. Ach so, und ich habe jetzt... Ah. Oh. Ich habe jetzt sein Abbild angenommen. Ich verstehe. Dann sollten die mich aber eigentlich doch hier nicht mehr angreifen, oder? Oder doch? Oder was? Ja, guck mal, wie ich aussehe. Voll schick hier. Und trotzdem sind die alle bösartig auf mich. Naja. Ist es ja auch nur ein Abbild. Ich verstehe das. So. Einmal hier raus fertig. Mit der Sprache. Ja. Hast du deinen Spiegel wieder, Fräulein? Was willst du denn jetzt noch? Dass ihr die Glocke der Abtei läutet und anschließend vom Hochabt die benötigten Informationen beschafft. Fürchtet die Lebenden. Ah, das war hier... Ganz oben drin Glocke. Mit dem Hochabt gesprochen. Okay. Das war das mit der Treppe da hoch, ne? Aber guck mal, jetzt sind die... Ah. Ah, also ein Teil von denen ist jetzt hier freundlich gesinnt. Okay, dann gehen wir hier mal rein. Ja. Wo ist jetzt... Alle der Waffen, okay. Komme ich hier irgendwo hin? Ah, wie, wo war denn dieser Eingang, wo es hoch in den Glockenturm ging? Bibliothek? War das hier? Nee, ich glaube nicht, oder? Da hinten gerade noch mal gucken, aber ich glaube nicht. Nein, okay. Es ging einfach hier irgendwo einen Weg hoch. Nehmen wir doch den hier, ha? Oh Mann. Oh Mann! Lasst mich mal schön in Ruhe hier. Ich bin einer von euch. Ich bin voll lieb und so. Okay. Glocke. Nix. Ich mach gar nichts. Ich bin schon wieder weg. Ich wollte nur mal gucken, ob die Glocke noch geht. Oder ob man sie ölen muss. Oder kommt der Hochabt jetzt da oben hin? Die rennen alle da hoch. Müsste eigentlich nach da. Verwirrt mich jetzt. Ist der Hochabt im Glockenturm?
Warte mal. Lass mal kurz gucken hier. Geht in die Abtei, Leute, die Glocke, während ihr verkleidet seid, Abt angerannt kommen, worauf ihr hinuntergehen könnt und mit ihm sprechen. Ja. Aber wo ist der Heini? Ach, da. Mensch, stehst hier und sagst nichts. Du bist ja vielleicht. Auf ein Wort, eure Eminenz. Ich bin bereit, euer Gnaden. Knutscht den Ring. So, jetzt habe ich mit ihm gesprochen. Und? Ich weiß einen Ort, mein Kind. Küsst einfach meinen Ring und lasst mich wissen, wenn ihr bereit seid. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ach, trefft mich beim Eingang. Ah, Entschuldigung. Ja, hättest doch schon mal vorgehen können, du Jampel. Dann hätte ich doch gesehen, wo ich hin muss. Ging's denn jetzt hier raus? Ja, ne? Trefft mich beim Eingang der Abtei. Ungestört unterhalten können. Mein Kind folgt mir. Du bist schon ein bisschen eklig, oder? Naja, aber schickes Kostüm. Da ist ein Kriegspferd. Ich traue dem Braten hier nicht. Wo rennt denn er jetzt hin? Okay, das Kriegspferd. Ich will jetzt keine Aggro ziehen. Weil ich nicht weiß, ob ich dann wieder von vorne anfangen muss mit dem Schnodder hier. Aha, okay. Angekommen. Habt ihr geglaubt? Ich würde auf euch hereinfallen, Pumpkin. Ja, ja. Gibt viel, was ihr nicht versteht. Der Meister sieht alles. Dass ihr kommen würdet, mich zu holen. Werdet euch nicht, doch nicht durch eure Hand sterben. Ich habe gesehen, was ihr mit meinen Landsleuten gemacht habt, ihr böses, böses Kind. Ich werde diese Welt auf eine andere Weise verlassen. Ai, 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 ai. Plopp. Da liegt er um. Ach Gottchen. Na ja, dann. Er ist sich in den Tod gestürzt. So, Scully. Er hat sich von der Klippe gestürzt. Ich wäre beinahe hinterher gesprungen. Möchte, dass ihr das Tagebuch des Generalen Abendis beschafft und es zu Zürner in Kalgrim. Okay. Vertraut niemand. Oh, ihr macht mich fertig. Was soll ich denn hier alle noch machen in Neuherdweiler? Tagebuch. Eieiei. Ach komm bitte, flieg mal geradeaus hier. Wenigstens so ein bisschen, das wäre schön. Das Tagebuch. Hier in der Hütte oder wie oder was? Ja. Oh, komm, fall um. Ich weiß, du willst es. Ich will doch nur das Tagebuch holen. Ja, ist alles gut. Okay, also der blaue Kreis entsteht, wenn ich hier den gezielten Schuss mache. Ich verstehe. Oh, jetzt habe ich ihm aber voll in die Pobacke geschossen. Eieiei. Das hat bestimmt wehgetan. Vor allen Dingen, wenn es vorne wieder rauskommt, ne? Der Pfeil. Nicht so angenehm. So, na, Kretze? Machst du es allein? Ja. Kretze schafft es allein. Das ist schön. Ja, ich war da gerade abgelenkt. Da hat was geleuchtet eben an der Seite. Da musste ich doch erstmal gucken, was da los ist. Nicht, dass das Tagebuch hier mitten in der Luft hängt. Aber nein, es liegt hier hinten als Bettlektüre. Okay, hab's. So, dann raus hier aus dem Ding. So, okay. Wohin muss ich? Nicht mehr zu Scully, okay. Ja, dann fliegen wir heim. Alles erledigt. Zwischendurch irgendwann mal aufgestiegen. Stufe 76. Ja, was will man mehr? Also ich denke, spätestens wenn wir hier zu den Drachen kommen beim Würmrut-Tempel, spätestens dann werden wir das Gebiet verlassen.
Weil auf die Drachen habe ich ganz ehrlich und auf die Gegend da keine Lust. Das hier finde ich immer noch ziemlich cool. Wow, Alter, wie fliegst du denn? Hast du gesoffen oder was, ey? So, steig mal ab. Da. Ich bin von den Verlassenen. Was nehme ich denn mal? Okay, das ist teurer. Die dunkle Fürstin schütze euch. Ich bin von den Verlassenen. Und das Tagebuch für dich, mein Freund. Du schön. Mit dem Kopf der Hochgeneralin zurückzukehren. Oh, da kriege ich was Blaues. Bedeutet, die Questreihe müsste dann zu Ende sein. Mal gerade gucken. Ja, wieder nach Herdweiler. Okay, das machen wir. Aber erst wieder in der nächsten Folge, ihr Lieben. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Und bis dahin, eure Trin.